Ich bin Dr. Ulrich Frank Pape und bin als Chefarzt in der Abteilung für Innere Medizin und Gastroenterologie an der Asklepios Klinik St. Georg in Hamburg tätig. Und wir betreuen Patienten mit Adipositas internistisch in unserem Team. Mein Name ist Thomas Mansfeld und ich leite die Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Asklepios Westklinikum in Hamburg-Rissen und dort auch das Adipositas-Zentrum, wo wir uns mit bariatrischen Operationen beschäftigen. Mein Name ist Jörg Elsner, ich bin plastischer Chirurg und ich leite die Kliniken für plastisch-ästhetische, rekonstruktive und Handchirurgie an den Asklepios-Kliniken St. Georg, Harburg und Barmbek. Und ich behandle plastisch-chirurgisch Patienten, die zu uns kommen nach starker Gewichtsabnahme. Eine Adipositas ist behandlungsbedürftig, wenn der Körperfettanteil in Relation zum Gesamtkörper deutlich zunimmt. Gemessen wird das üblicherweise anhand des Body Mass Index. Wenn dieser Body Mass Index einen Wert von 30 bzw. 35 übersteigt, spricht man von Adipositas, bei einem Wert über 40 von schwerer Adipositas. Und in all diesen Situationen kann es zu einer beschleunigten Entwicklung von Folgeerkrankungen kommen, die dann Einfluss auf das Gesamtüberleben und die Lebensqualität der Betroffenen haben und daher dann eine entsprechende Behandlung erforderlich machen. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie stark zugenommen haben, dehnt sich die Haut extrem mit. Wenn Sie aber dann wieder stark abnehmen, dehnt sich die Haut oder bildet sich die Haut nicht extrem zurück, wie sie das im Vorfeld bei der Dehnung getan hat. Das heißt, es bleiben massive Hautüberschüsse übrig. Die internistische Behandlung der Adipositas beruht auf einem mehrstufigen Konzept und die Basistherapie besteht aus einer Ernährungsberatung und folgerichtig Ernährungsumstellung sowie einer entsprechenden Anpassung der körperlichen Aktivität, um hier eine neue Balance zwischen Energiezufuhr und Energieverbrauch zu erreichen. Hinzu kann eventuell eine psychotherapeutische Behandlung kommen oder auch basistherapeutische Medikamente und dann als Steigerung des Konzeptes als nächste Stufe die Anwendung von Abnehmspritzen. Die Abnehmspritzen stellen im Grunde genommen körpereigene Magen-Darm-Hormone dar, die dann in einer etwas höheren Dosis appliziert werden und dann bei den Betroffenen zu früherer Sättigung und zu nachhaltigerer Sättigung führen, auch bei geringeren Nahrungszufuhrmengen und dadurch zu einer günstigeren Beeinflussung von Energiezufuhr und Energieverbrauch führen. Am Ende des Tages kommt es darunter dann zu einem entsprechenden Gewichtsverlust, der dann aber natürlich nachhaltig etabliert werden muss, weshalb die Basistherapie ganz entscheidend ist, um eine nachhaltige Balance zwischen Energiezufuhr und Verbrauch zu erreichen. Über eine Operation sollte man nachdenken, wenn konservative Maßnahmen zur Gewichtsreduktion nicht mehr zum Erfolg führen. Oder wenn schwere Begleiterkrankungen wie Diabetes mellitus oder schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen bestehen. Und ab einem BMI von über 50 Kilogramm pro Quadratmeter besteht auf jeden Fall eine sogenannte absolute Operationsindikation. Bei der bariatrischen Chirurgie verwenden wir im Wesentlichen zwei verschiedene Operationsverfahren oder zwei verschiedene Operationsprinzipien. Das eine ist die sogenannte Schlauchmagenbildung. Das ist eine einfache Verkleinerung des Magens, die über eine Verringerung der Nahrungsmenge, die aufgenommen wird, zu einer erheblichen Gewichtsreduktion führt. Und das zweite Prinzip ist die Kombination einer Magenverkleinerung mit einer Ausschaltung bzw. Umgehung des oberen Dünndarms. Das hat zur Folge, dass zum einen weniger Nahrung aufgenommen wird und zum anderen aber durch das Umgehen der Dünndarmpassage weniger Fette und Kohlenhydrate aus dem Darmlumen in das Blut aufgenommen werden können. Die Magenoperationen oder die Magen-Darm-Operationen im Rahmen der bariatrischen Chirurgie führen im Grunde genommen zu einer Einschränkung der physiologischerseits vorhandenen Magen-Darm- und Verdauungsfunktion.
Das heißt, es ist zu berücksichtigen, dass die Patienten nicht nur weniger Energieträger, also Kohlenhydrate und Fette, aufnehmen, sondern auch andere Nährstoffe vermindert aufnehmen können, insbesondere Vitamine, Eisenspurenelemente. Bei den Vitaminen zu nennen, Vitamin D beispielsweise ganz besonders, können reduziert aufgenommen werden und müssen entsprechend höher dosiert werden, um einen entsprechenden Ersatz in der Aufnahme für den Organismus bewirken zu können. Außerdem kann es zu einem sogenannten Dumping-Syndrom führen, wenn insbesondere der Magen ausgeschaltet worden ist. Und dann kann es nach Nahrungsaufnahme von zu großen Portionen zu Kreislaufproblemen, Schweißausbrüchen und im Einzelfall sogar zu Unterzuckerungsepisoden führen. Auch Durchfälle können vereinzelt mal auftreten bei den Patienten und natürlich insgesamt, aber zum Teil eben ja auch beabsichtigt, Völlegefühl und ein frühes Eintreten des Sättigungsempfindens. Zum ersten und wichtigsten natürlich erfolgt eine erhebliche Gewichtsabnahme und zwar in einem Umfang, wie man ihn durch konservative Diätversuche sowieso kaum erreichen kann, nämlich so etwas wie ungefähr 80% des Übergewichts können verloren werden. Zum anderen aber ist natürlich ein wesentlicher Effekt der Operationen, die ich erwähnt habe, dass die Hormone, die den ganzen Energiehaushalt steuern, sich wieder normalisieren. Die Steuerungskreisläufe kommen wieder intakt und dadurch werden so Begleiterkrankungen wie Diabetes mellitus, aber auch Hypertonus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter deutlich verbessert oder sogar vollständig zurückgedrängt. Ganz klar, wenn der Patient körperliche Beschwerden hat. Keine seelischen, keine psychischen, reine körperliche Beschwerden. Das können sein Hautausschläge, das können Pilzinfektionen sein, das können wirklich auch wunde Stellen sein, wenn sie durch den massiven Hautüberschuss Haut aufeinander liegt und zum Reiben kommt. Dann ist das eine körperliche Beeinträchtigung. Dann hat er eine Chance, dass die Krankenkassen mit unserer Unterstützung eine Kostenzusage gewährleisten, dass wir diese Operation, diese Straffungsoperation in verschiedenen Körperregionen durchführen können. Im Endeffekt versuchen wir mit diesen plastischen chirurgischen Eingriffen wieder die Körperoberfläche herzustellen. Das heißt, überschüssige Haut wird entfernt, aber auch die tieferen Schichten, die in Mitleidenschaft gezogen wurden, werden wiederhergestellt. Als typisches Beispiel sei diese Bauchwandschwäche, die sich aus dieser Überdehnung auch der inneren Organe bezieht, die ja auch verfettet sind in dieser Situation bei den Adipositas-Patienten, die wird wiederhergestellt. Im Fachjargon nennt es das eine Rektusdiastase, die versuchen wir wieder chirurgisch in die ursprüngliche Position zu bringen, sodass eine Bauchwandstärke wieder besteht. Das Ziel der Adipositas-Behandlung, die wir eben im interdisziplinären Kontext durchführen und abstimmen, ist natürlich einerseits die nachhaltige Gewichtsreduktion und eine günstigere Balance für den Patienten und seine Körper- und Stoffwechselfunktionen. Denn einerseits kann damit eine Entlastung des muskuloskeletalen Apparates erreicht werden, eine größere Fitness und größere Zufriedenheit im Alltag, aber andererseits und ganz bedeutenderweise natürlich auch eine Verbesserung der kardiovaskulären Ergebnisse, Langzeitergebnisse für die Patienten, inklusive sogar der Möglichkeit, einen Typ-2-Diabetes zu heilen und dementsprechend auch den Gefäßkomplikationen von Übergewicht und Diabetes entgegenzuwirken. Auch eine Blutdrucknormalisierung trägt dann zu diesem Ergebnis langfristig bei, sodass all diese Ergebnisse langfristig das Leben verlängern und die Lebensqualität verbessern. Die Behandlung der Adipositas erfordert die Beteiligung sehr vieler Disziplinen, sowie Internisten, Ökotrophologie, Psychologie, Chirurgie, plastische Chirurgie und so weiter. Und um dieses alles unter einen Hut zu bringen, haben wir wöchentlich gemeinsame Konferenzen, bei denen dann die weiteren Behandlungsschritte für den Patienten gemeinsam in dieser Konferenz besprochen werden. Das hat natürlich einen Riesenvorteil. Wir können im Endeffekt alle Disziplinen anbieten aus einer Hand, die nötig sind, um diese Patienten zu behandeln. Das fängt bei der primären Ernährungsberatung an, führt über die eigentliche Magenoperation bis hin zu den Straffungsoperationen, die nach starker Gewichtsabnahme regelhaft
notwendig sind. Das alles in einer Hand. Das heißt, wenn Sie einmal zu uns kommen, können Sie durch diesen ganzen Prozess begleitet und geführt werden. Und wir unterstützen Sie dabei.